Ramon Cicera. Italy. Derek Chisora hier, schauen Sie sich das nochmal an. So macht man sich zum Sympathieträger. Und jetzt ist es Zeit für die Abrechnung, die boxerische Abrechnung. Der hier der 8:1 Favorit ist und natürlich in der Halle hier wollen Sie ihn gewinnen sehen. Aber was hat die Möglichkeit für einen Chisora, sich ranzuschieben und ein paar Punkte zu sammeln? Normalerweise der Mann aus England, einer, der gut rankommen kann, weiß, um sich dann ranzuschieben an den Gegner und da dann Kombinationen zu schlagen. Ja, wilder Versuch von Chisora. Er ist offen. Vitali Klitschko, er wäre zu treffen. Genau das, worauf diese Gegner häufig hoffen, weil man das auf dem Video so schön sieht. Da sind doch genug Lücken, die man könnte. Zum Beispiel mit solchen, gut, mit der linken. Oh. Gute Deckung. Und auch hier Herausforderer Derek Chisora. Aber durch die etwas besseren Treffer eine Klitschko-Runde. Das Problem ist auch, wenn er rückwärts geht, die Fußstellung, ist es dann schwerer, wirklich Kraft zu entwickeln. Man nimmt sie vor. Wild, Gameboy, sein Kampfname. Gibt es eine Sitcom im Fernsehen? Da hat er sich. Er marschiert, er schlägt. Er ist am Auge. Da wurde auch ein bisschen viel, dass sich ein bisschen brennt. Was ist möglich und das behindert natürlich dann, um da genauer hinschauen zu können, aber das wird sich. Ja, die Deckung muss weg und dann soll er auch richtig wegzuwischen. Das sind gute Aktionen von Chisora. Wieder der Versuch und da springt er ran und da müssen beide. Sobald Chisora. Der bewegt sich da ordentlich und holt dann richtig aus. Das ist, wenn er sieht, zum Kopf komme ich damit nicht durch. Auch in diesen Szenen, wenn er merkt, ist das gutes Tempo von Chisora. Wieder. So hofft man bei Chisora. Gut gekontert. Und springt wieder ran. Also das sind. Komfortable Führung, aber eben vielleicht auch so ein Hoffnungsschimmer für Chisora, dass er sieht, ganz unmöglich ist es nicht, eine Runde zu gewinnen. Er gestaltet, was er versucht, das zeigt. Er hat einen Plan und er versucht. Da ist die Deckung geschlossen, da kann Klitschko nicht durch. Nicht unterbrochen hat, dass es noch kein Break-Kommando gab. Aber kontrolliert von Vitali Klitschko. Unten noch spannend. Winkeln auf den Weltmeister dahinter. Es ist einfach so. Das ist ein bisschen wie beim Auto. Höchstgeschwindigkeit können Sie da nicht erreichen, um volle Kraft dem Chisora mehr zu drücken. Das ist okay für die eine oder andere Runde, aber umstellt oder überhaupt umstellt. Da ist er offen. So offen. Aber gegen Shannon Briggs nur ein Punkt. Muss sich steigern. Ja, das wäre
eine Riesensensation. Soweit ist es natürlich nicht. Klitschko liegt nach Punkten vorne. Aber hier, der kommt, der ist wild. Der ist mit diesen Haken. Und das ist gefährlich, weil eigentlich ein Konter kommen könnte, aber es kommt kein Konter. Klitschko. Und dieser Infight, dieser Nahkampf, das ist nicht unbedingt. Hält sich auch mal ein bisschen weg, Chisora nimmt den Schläger. Kommt nicht richtig mit dem vollen Hammer durch. Da war die rechte. Kurz. Geschoben. Aber im Ziel wieder mal was gab. Das ist der 1600. Und Vitaly mit 124 Runden. Hat er mehr verloren als in diesen besagten Runden zuvor. Die achte Runde, das ist die Runde, wo Chisora gesagt hat, wenn das so weiterläuft, dass ein Chisora am Ende. Die Situation, wenn man die einzeln bewertet, kann das am Ende auch auf den Punktrichterzetteln bedeuten, dass diese Dinge natürlich nicht gezählt werden. Weltmeister Vitaly Klitschko hier nochmal zu sehen. Und dann eben der Konter, mit der Chisora gegeben hat. Dann braucht man die letzten Runden auch nicht an ihn zu geben. Also dann läuft er hier einen sicheren Punktsieg. Und jetzt, da habe ich Chisora stärker gesehen. Es ist ein Riesenunterschied, wie man hier sieht. Also nach vorne zu gehen, ihn zu drücken, ihn zu bringen. Das ist schon mal. Und ihn unter Druck zu setzen, das macht Chisora. Ja, wilde Aktionen. Das ist Chisora, obwohl er doch auch schon weiß. Leute vorher auch probiert, Niederlagen unpräzise, aber er ist da und er ist klar in seinen Aktionen. Oh. Das ist eine gute Idee, wäre gegen Klitschko anzutreten. Da hat der Chisora überhaupt keine Chance gegeben, aber dafür hat er sich hier richtig gut verkauft. Nochmal die rechte, fällt ein bisschen hinterher, wilder Versuch nochmal, da lag alles drin, alle Wut und alle Hoffnung, dass das doch noch klappen kann. Heieiei, ein richtig hartes Stück Arbeit für Vitaly Klitschko. Also der musste hier, richtig ist die Frage, umarmen die sich oder muss Vladimir ihn schon festhalten? Nicht nach Punkten mehr verlieren kann. Ich glaube, dass es knapper sein muss als die Punkte. Eddie Paco, das sind die drei. Und Michael Buffer, der hat die Zahlen. Vitaly Klitschko! Wir hoffen, dass das nur nicht, aber es ist kein Fehlurteil, keine Frage. Er hat seinen Titel hier erfolgreich und auch also da ist der Weltmeister, der 44. Sieg und kein Idee.